Servus Leute, mein Name ist Yannick und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge Kerbal Space Program. Dieses kleine Ding hier habe ich mal schnell zusammengeklickt für mich privat. Und ich dachte mir, ich könnte es euch zeigen, denn es funktioniert echt super. Es ist ein kleiner Jet, der allerdings relativ einfach zu fliegen ist. Ich zeige ihn euch mal hier ganz ruhig. Dieser Jet sollte jeder in die Luft bekommen und also die meisten. Und ich denke, damit kann man ganz gut üben, mit Jets zu fliegen und Jets zu bauen und alles. Ich mache die Smooth Controls an, einfach weil es dann angenehmer ist zu fliegen, finde ich. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Direkt am Anfang nach oben, also die S-Taste drücken, damit ihr nach oben zieht und das Fahrzeug kommen lassen. Die Bremsen sollte man rausmachen, sonst hat man so ein kleines Problem. Und wie ihr seht, wir heben ganz schnell ab. Also da haben wir wirklich gut Zeit gehabt. Mit diesem kleinen Ding können wir Easter Eggs auf Körben finden. Das Fuel dürfte schon einigermaßen weit reichen. Landen kann man damit theoretisch auch, wenn man landen könnte. Ich kann es jetzt nicht so toll. Ich kann es ein bisschen, aber naja, muss halt aufpassen. Man kann damit aber ganz gut Kurven fliegen. Also ich meine, es ist jetzt nicht super handelsfähig, kann man die Räder hier einfahren. Aber es funktioniert. Wenn wir hier auf die Ressourcen drücken, sehen wir, wir haben mehr als genug Luft. Ich meine, es geht immer ein bisschen runter, aber es kommt auch wieder welches dazu. Ups. Wir wollen uns ja nicht zu weit drehen. Ich denke, nachbauen kann das fast jeder. Wir haben hier das Cockpit, dann haben wir hier hinten dran so größer werden der Tank. Dann kommt ein großer Tank, dann kommt genau der gleiche Tank umgedreht. Und daran hängen wir diese Engine. Zwei große Flügel, symmetrisch angebaut. Daran diese Flügelarten angebaut, die braucht ihr, um hoch und runter zu steuern. Und diese Flügel dienen euch schlicht und weg zum links und rechts bewegen. Schlussendlich natürlich die Airbrief-Teile hier. Ich denke, es dürfte auch eins reichen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich mache aber zwei dran. Ich fand, das sah ganz gut so aus. Und ich wollte einfach mal zwei dran machen. Gehen wir in die Innenansicht, sehen, das sieht auch ganz nett aus. Wir sehen zwar nicht so viel. Es ist nichts Besonderes. Es ist definitiv kein besonderer Jet. Aber das macht ihn ja gerade so für mich gerade faszinierend, warum ich über ihn ein Video mache. Denn mit ihm kann wirklich jeder Anfänger versuchen, zumindest mal einen Jet zu fliegen. Betonung liegt dabei auf Versuchen. Ihr dürft nicht erwarten, dass ihr hier jetzt das Ding, diesen Jet nachbaut und er sofort alles funktioniert. Ich meine, auch ich habe ein bisschen gebraucht, um mit der Steuerung klarzukommen. Nicht zu schnell nach links, nicht zu schnell nach rechts. Mit diesem Jet dürfte es jetzt nicht zu schwer sein, auch bei diesen Smooth Controls oder wie auch immer die heißen. Mit ihnen ist es echt nicht so schwer. Übrigens, wenn ihr langsamer werden wollt, geht mit dem Thrust nach unten, aber nicht komplett weg, denn diese Engines brauchen eine Zeit, bis sie wieder hochgefahren sind und glaubt mir, ihr werdet später noch ein bisschen mehr Thrust brauchen, manchmal zumindest, weil das Flugzeug wird nach vorne überkippen und dann müsst ihr es wieder abfangen. Hier an der Seite hatte ich zwei Booster, kleine, rangebracht. Das würde ich jedem empfehlen, der sein Jet nur ganz knapp nicht hochkriegt. Also das ist mir so gegangen. Ich habe ihm einfach, es hat einfach ein bisschen was gefehlt, um den Jet richtig hochzukriegen. Bei einem Ding, dann habe ich diese zwei Booster reingemacht, die wiegen fast nichts, habe die im letzten Moment gezündet. Oder im ersten, also ist eigentlich egal, wo man zündet. Hauptsache, sie geben einem von vornherein gut Gas. Und je nachdem, also wenn die Maschine zu langsam anrollt, dann zündet sie am Anfang. Wenn sie zwar schnell genug anrollt, aber ihr einfach nicht auf die Höchstgeschwindigkeit kommt, zündet sie am Ende, aber im Endeffekt macht es keinen Unterschied. Damit könnt ihr definitiv manche Jets nochmal in die Luft kriegen, auch wenn ihr sie dachtet, sie könnten nie in die Luft kommen. So, jetzt seht ihr, was ich meine. Ich muss hier nochmal Gas geben. Jetzt habe ich es ganz ausgemacht, das war dumm. Und das Landen dürfte mit diesem Ding hier relativ schwierig gerade werden, weil ich einfach ein schlechter Lander bin. Glaub's nicht. Ich muss das Ding nochmal hochkriegen. Also, wie gesagt, ich bin nicht der beste Pilot in Kerbal Space Program. Aber mit diesem Teil kann man das super schön üben. Gerade auf dieser Fläche hier sind zwar ein paar Hügel, aber nicht zu schlimme. Das heißt, man sollte es hier hinkriegen.
Und ja, eigentlich war es das schon für dieses Video, aber ich dachte mir, ich versuche jetzt einfach noch mehr an der Landung. Weil sonst habe ich ja gar kein Video-Content. Ich hoffe, das Revo-Play-Video ist schon oben, wenn ich dieses Video hier veröffentliche. Das ist ein bisschen doof immer zu sagen, denn ich habe jetzt 3 Videos. Davon ist eins gerendert, 2 müssen noch gerendert werden. Eins davon ist die Vorstellung von Revo-Play. Und ich hoffe halt mal, dass irgendwie dieses Video ankommt. Und ich hoffe, dass es euch gefällt, dass ich da jetzt mitarbeite. Oh mein Gott, ich wurde in Skype angeschrieben. Und auch noch von einem von euch. Ich bin wieder professionell wie nix. Das ist schön. Ich hoffe jetzt, das kommt jetzt nicht nochmal, weil wenn ich jetzt die S-Taste loslasse, kippt das Ding nach vorne über und ich müsste die S-Taste loslassen. Beziehungsweise ich müsste aus dem Fenster rausgehen, um überhaupt ein um Skype auf Beschäftigung zu stellen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt einfach. Na. Habe ich schon mal gesagt, dass ich nicht landen kann? Ja, ist jetzt irgendwie doof. Ich würde euch gerne eine Landung zeigen. Okay, die Dinger brauchen Elektrizität. Also theoretisch könntet ihr hier Solarpanels drauf machen, aber schaut sie euch an. Also, ich habe 0,02 Energy Charge verloren bisher. Mal ehrlich. Was ist das? Für mich ist das jetzt nicht wirklich viel. Ich denke, ich werde vorher kein Fuel mehr haben, bevor ich, oder keinen Bock mehr haben, das Ding zu fliegen, bevor ich da in Elektrizitätsprobleme komme. Aber wer sicher gehen will, kann natürlich gerne. Holy moly. Nein, 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 nein. Die gute Nachricht ist, dass einer... Die gute Nachricht ist, dass die Kamera überlebt hat. Die schlechte Nachricht ist, dass der Rest kaputt ist. Okay, aber ich habe gesehen, ich bin nicht gut im Landen. Hier können wir ja mal wieder eine Video-Challenge machen. Ich bin mal gespannt, wann die ersten Antworten auf irgendeine von diesen ganzen Video-Challenges ankommen. Wahrscheinlich nie, weil ich einfach schlechte Challenges stelle. Aber könnt ihr mal gucken, ob ihr mit dieser Rakete landen könnt. Was ich noch fragen wollte. Interessiert euch... Es, mögt ihr es, wenn ich solche Challenges stelle, und mögt ihr es, wenn ich wie beim letzten Tutorial reelle Fakten in ein Video reinbringe, dann würde ich das nämlich in Zukunft ab und zu häufiger versuchen zu machen oder vielleicht mal ein komplettes Video über die reellen Fakten von etwas machen. Ich könnte das ja so aufteilen, ich mache ein Tutorial zu etwas und daraufhin mache ich vielleicht noch ein weiteres Video mit den reellen Fakten, wo ich dann vielleicht auch nur ein Bild zeige, dann kann ich das schneller hochladen. Jetzt kommt auch mal das Fight Result, das kam ja sehr früh. Schreibt mir in die Kommentare. Ich freue mich auf alle eure Bewertungen. Bis zum nächsten Mal, euer Yannick.